Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Irland, Glendalough, 7-year-old Irish Whiskey, Black Pits Single Malt. Also 7 years American Oak Bourbon Barrels finished in Black Pits Porter Barrels. Oh. So, das ist hier eine 46-prozentige, 40 Euro teure Whisky, der in Schwarzbier gefinisht wurde. Whisky Base Nummer 013973, kostet 40 Euro und hat dieses Porter Bier, diese Black Pits, kommt von Five Lamps Brewery. So, wenn man genau hinschaut, ist hier drauf tatsächlich ein 7. 7 ist ein Glückszahl. Hier haben wir St. Kevin's. St. Kevin's hat damals auch gegründet, Glendalough, glaube ich. Auf jeden Fall war er dann da. Und er hat, es ist die Stadt der 7 Kirchen. Und ist, St. Kevin's hat dann 7 Jahre in der Wüste verbracht. Wo, weiß ich nicht. Irland hat keine Wüste. Und es gibt 7 Kreuzen auf diesen Kirchen, die den Weg weisen denn da. So, 77 CL auch noch dabei und so weiter und so weiter. So, genau, schlecht vorbereitet wie immer zurzeit. Die Dinge hier aufzumachen ohne Fingernägel ist schon eine Kunst. Aber vielleicht schaffe ich das hier. Nee. So, mein Schere werde ich wieder hier zur Hand nehmen. Ich und Wein kann sein. Ich und Bier rate ich dir davon ab. Aber werden wir hier sehen, was dabei wird. Manche Leute mögen gerne Dark Beer, also diese Porter Barrels. Ich weiß nicht, ob ich das gerne habe, werden wir gleich sehen. Meine Frau gefällt es auf jeden Fall nicht. Ich werde es gleich mit etwas verkosten, wenn ich die Flasche aufkriege. Und kriege ich die auf? Ja, es gibt so eine Latsche hier, die ich eigentlich nehmen könnte. Stattdessen drehe ich das hier ganz langsam, aber sicher hier. Naja, warum einfach, wenn es kompliziert geht? Nette Korken. Okay, gut. Die Farbe ist irgendwie ein bisschen orange-mäßiger, als was ich sonst kenne. Ich werde tatsächlich... Oh ja, ich schmecke das schon heraus. Ich werde es hier vergleichen mit dem normalen Glendalough. Das ist die alte Flasche, neue Flasche. Alte Flasche, neue Flasche. Alte Flasche, klein, verstaucht, nimmt mehr Platz weg im Regal. Neue Flasche, höher, kleiner, schmaler und nimmt weniger Flasche Platz im Regal weg und wird öfter dann dort auch gesehen. So, Marketing, Marketing, Marketing. So, das ist die 7 Jahre alte Single Malt Irish Whiskey. Crafted in small batches in a traditional copper pot still aged in bourbon casks. They're carefully cut with Wicklow Mountain Water, non-chilled filtered for truer character. Das ist schon das Interessante ist, dass sie ihre Whisky natürlich selbst auch dann dort mit Wasser aus der Region da einfach mal verwässern, verdünnen. So, typische. Der war schon ein bisschen länger in der Flasche jetzt hier. Oh, der hat einen merkwürdigen Moment dazu gekriegt. Merkwürdige, interessante Moment. Wer gerne dieses Schwarzbier hat, der ist hier wahrscheinlich wunderbar aufgehoben. Whisky Jason, kein Bier, kein Kaffee, also kein Rauch. Also was ich alles nicht mache, das ist schon nicht ohne. Ich eiche mich hiermit, den 7 Jahre alten. Kuli, 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 der ein bisschen lang im Fass war. Mehrfach habe ich es gesagt und ich erwähne es immer wieder. Damals, Kuli wurde aufgekauft dann da von Beam. Beam wurde fusioniert mit Suntory. Und damals haben sie einfach mal produziert und haben nicht darauf geachtet, ungefähr in welche Fässer die rein tun. Third Fill Bourbon Fässern, Gang und Gäbe.
Und das schmeckt mal ein bisschen, glaube ich, heraus hier. Jetzt hier, das ist schon Black Pit. Eine schwarze Grube. Porter Barrel. Ich traue mich kaum, aber ich muss. Interessant. Also ich weiß, das eine Sache, was ich beim Bier nicht gern habe, ist Hopfen. Und das ist hier ganz wenig davon drin. Das hat schon eine interessante Dark Ale Charakter. Ein bisschen Guinness-Moment. Jo, kann man trinken, tatsächlich. Ich meine, mein Gehirn sagt, interessant ist nicht deins, jedoch. Leute, die gerne eben diese Bier-Finishings mögen, ist da bestimmt hervorragend. Also der Distillat, den sie davon genommen haben, ist ganz weich. Also kein bitterer Nachgeschmack am Ende. Der Black Pits Moment obendrauf ist deutlich, aber ohne aufdringlich zu sein. St. Kevin's, unser Heiliger dort aus Schottland, ist immer wichtig. Ihr merkt auch hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kreuze sind hier auf diese Etikett, die zeigen den Weg hin. Also den sieben verschiedenen Kirchen vom Glendalough. Ich krieg Kiefernoten. Also im Kieferwald bin ich, da Schwarzwald. Kieferhonig habe ich. Ja, bleibe ich dabei. Und ein bisschen Malz und ein bisschen mehr eine Art Getreide. Nee, ich gehe zu meinem Kleehonig wieder. Aber da ist ein bisschen Hafer, da ist ein bisschen Getreide da drin, den ich nicht identifizieren kann. Und das ist dieser Dunkelbier-Moment. Ach, ich neige dazu, das ein 3 plus plus 2 minus minus zu geben. Auch wenn es nicht hundertprozentig meins ist, der ist gut gemacht. Der ist echt richtig gut gemacht. Also Bravo, Glendalough. Wesentlich besser als der normale 3, 7 Jahre alt. Von damals. Wahrscheinlich die neue Flaschen sind sogar besser, hoffe ich. Boah, das muss ich irgendwie wegkriegen hier. Oh, am Ende hat er einen interessanten Moment da. Was soll ich hier sagen? 3 plus plus, 40 Euro, auch ein 3, solide. Wer gerne ein Bierfinish hat, ist gut aufgehoben. Ich weiß, dass Sentis aus der Schweiz auch ein Bierfinish gemacht haben. Mir war das irgendwie nicht so gelungen. Mir hat es nicht so gut geschmeckt, aber es gibt ein paar andere Sachen. Und deshalb ist meine Frage des Tages: Welche Whisky-Sorten kennt ihr mit einem Bierfinish? Ich weiß, es gibt Jameson Stout. Ich weiß, dass es Glenfiddich gibt mit einem IPA. Und ich weiß, dass es verschiedene andere Abfüllungen auch mit IPA und ein paar anderen Bierfinishes gibt. Einfach mal unten hinschreiben: irgendeine Bierfinished Whisky, wo er sagt, wow, auch denn da von Oregon war dann da auch ein Bierfinish, was mir absolut nicht geschmeckt hatte. Und. Es gibt viele verschiedene. Das ist der beste Bierfinish, den ich bisher im Glas hatte. Eine richtig schöne Sache. Rund, weich. In sich einfach mal ruht. Also eine gute Sache. Auch die 46% genau richtig. Also absolut hervorragend gemacht. Sehr schön. Und überall gibt es hier dieses Glendalough Distillery. Und hier steht Stand Apart. Genau, ich konnte es nicht lesen. Ich kann es nicht. Stand apart. Sich unterscheiden. Hey, hervorgehoben. Deutsche Sprache. Aber es ist echt eine gute Sache. Wow.
Vielleicht benutze ich das irgendwann mal für eine Tasting wieder und schau mal, ob die Leute das auch gerne trinken oder nicht. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Ich gebe das einfach ein 3++ und ein solide 3 für meine Preis-Leistungs-Verhältnis. Welche Whiskey kennt ihr mit einem Bier-Finish? Bitte schreibt es unten hin. Also Porter Beer Finish. Interessant, Porter Barrel. Gute Sache. Liken, abonnieren. Danke. Immer wieder auf meine Sample-Liste schauen. Davon gibt es bestimmt noch irgendetwas denn da. Lohnt sich auf jeden Fall. Und, ich habe es nicht gelesen hier. Lass uns sehen hier, was, ob es irgendwas gibt hier. Citrus, Würze, Honig und Keksmalz. Joa. Und ein paar Coffee-Noten. Dunkle Schokolade. Ja, warum nicht? Alles habe ich, bis auf der Kaffeenoten habe ich hier gehabt. Schokolade, naja. Okay, bitte, bitte, bitte auch auf meine Sample-Liste schauen. Lohnt sich denn da auf Amazon irgendwas anderes klicken? Lohnt sich auch. Und jeden Tag um 17:30 Uhr meine Videos, beziehungsweise am Sonntag 21 Uhr. Ciao, bis dann, bye bye.